Einst waren wir bekannt als die Beste von Xarkoa. Jax, der ehemalige Alp-Kommandant, der jetzt hier unterwegs ist, von unseren Gedanken, von unseren Wünschen und Hoffnungen gesteuert, sich durch diese Welt bewegt. Wir alle, ihr und ich, wir sind die Bestie von Xarkoa. Macht euch das manchmal eigentlich Sorgen, so in der Realität, wenn euch irgendwo, oh, guck mal da oben, so ein brüssiger kleiner Vogel. Wie immer bin ich jederzeit bereit, da oben auf der Brüstung, jederzeit bereit, mich von irgendwas hier in dieser Welt ablenken zu lassen. Aber um zurückzukehren auf meinen Gedanken, macht euch das manchmal Sorge, wer ihr eigentlich seid, wenn ihr zu viel Elex am Stück geguckt habt. Wenn ich zum Beispiel in der Öffentlichkeit, ne, wenn ihr über den Zebrastreifen geht oder über die Fußgängerzone oder wo auch immer ihr euch im öffentlichen Raum bewegt und irgendjemand wird plötzlich laut die Fußgängerzone entlang rufen, hey du, Bestie von Xarkoa, würdet ihr euch dann umdrehen? Das ist eine Frage, über die ihr mal ernsthaft nachdenken solltet. Irgendwo da vorne sind wieder irgendwelche Herrschaften, die ich noch gar nicht erkennen kann. Sind das Banditen? Eine gute Möglichkeit, das rauszukriegen? Ölfass? Jetzt sind gar keine Leute mehr zu sehen. Aus der Minimaps ist das wieder weg. Ich kann keinen mehr erkennen. Da waren da eben mehrere rote Punkte. Sehr seltsam, oder? Ist wieder ein roter Punkt. Direkt um die Ecke muss was sein. Oder eine Etage drüber, könnte auch sein. Weiß man nie so ganz genau bei der Minimap. Unheimliche Musik. Laufen wir mal hier entlang. Da oben diese Industrieanlage. Über diese Brücke sind wir rübergelaufen von der Insel im Süden aus. Sind das Krähen oder Möwen? Schwarze Vögel sollten eher Krähen sein, die da ihre Runde drehen. Ja, ich zeige euch nochmal, wo wir sind. Am Rand von diesem Industriekomplex. Was das für einer ist oder mal war? Keine Ahnung. Unten, da lief doch jemand hin und her. Habt ihr gesehen? Das war Falk. Und Falk ist jetzt bei unserem Gegner? Was macht Falk denn? Jetzt kommt er von da angeflogen. Sag mal, Falk. Du bist mir einer. Direkt. Irgendwas ist doch da direkt unterhalb von uns. Sehr seltsam. Wir könnten da jetzt hochklettern, aber ich hätte gern gewusst, wer das ist. Wer oder was das ist. Es wird doch nicht dieses Ölfass sein, das uns hier bedroht. Völlig bizarr hier. Ja, wo ist denn hier jemand? Auf welcher Etage? Im Hintergrund hört er das auch, dieses geheimnisvolle Husten. Ich kann es deutlich hören. Könnte allerdings auch meine Lebensgefährtin sein, die gerade Game of Thrones guckt und erkältet ist.
Was ist hier wo? Ist das Monster die Bestie, der Bandit, oberhalb von uns, unterhalb? Ich weiß es nicht. Ja. Ich denke, wir bewegen uns mal ganz normal die Treppe rauf. Normalerweise wären Ziele, die ein bisschen weiter oben oder ein bisschen weiter unten sind, eine mit entsprechenden Aufwärts- oder Abwärtspfeilen noch angezeigt. In der Minimap. Das ist hier aber nicht der Fall. Was für eine Aussicht mal wieder. Jetzt stehen wir quasi auf dem roten Punkt. Aber wo ist der? Elex, das ist cool. Gut, wie ganz wichtig für die Tränke, die wir uns immer brauen. Ich bin für jeden Elex-Brocken höchst dankbar. Oh, da war ein Geräusch. Habt ihr auch gehört? Ein Knurren. Da hinten jede Menge rote Punkte. Falls es nicht der Krähenschwarm ist. Hört ihr den Wind heulen? Das Metall kreischt und kratzt. Ich speichere mal ab. Darauf einen Schluck Wein und einen Heiltrank. Nein, natürlich nicht. Aber ich ahne, es kommt zu einem Kampf. Ich nehme mal ein Steak zu mir. Oh ja. Eines dieser monströsen Viecher. Jetzt bin ich mal gespannt. Was macht der jetzt? Kommt der runter? Falk, komm mal bitte mit mir. Wie du willst. Können wir von hier oben quasi... Guck mal, das da innen von da oben... Ich kann gar nicht so hoch zielen. Jetzt kommt er runtergeklettert. Mal gucken, ob das klappt. Ich glaube, wir haben ihn erwischt. Da muss man auch nur so ungefähr treffen. Ich glaube, wir haben ihn erwischt. Nee, da oben zappelt er noch rum. Da oben läuft er hin und her. Ist er runtergestürzt und wir haben ihn gekillt. Es hat funktioniert. Jetzt müssen wir erstmal die ganze Treppe wieder runterlaufen, weil ich natürlich ausschlachten möchte, dieses Monstrum. Wir haben ihn auf Distanz gehalten. Hoffentlich finden wir den Leichnam. Der muss irgendwo hier rechts sein, oder? Die Frage ist, wie tief ist er runtergefallen? Hier kann ich ihn nicht sehen. Ist er da unten? Wo ist der Leichnam hin? Ist er anscheinend nicht runtergefallen? Ist er bis da unten runtergefallen? Oh, Wasser. Mal gucken, ob wir was schwimmen können. Ganz schön kalt hier. Ist hier. Da unten ist die Leiche, schaut mal. Können wir da hin? Da liegt die Leiche unter Wasser. Können wir tauchen? Habt ihr die eben gesehen? Ich habe sie deutlich gesehen. Ich will an die Beute ran. Kann man tauchen?
Ich fürchte nicht, oder? Da unten Schimmer. Mist, ihr kommt, glaube ich, nicht runter, oder? Und die Frage ist auch, wie kommen wir wieder hoch? Ich habe sowas von keine Ahnung. Gott, wie hier alles zittert und wackelt. Ja, also an die Beute kommen anscheinend nicht ran. Ich wüsste nicht, wie man tauchen kann. Weißt du das, Falk? Falk schweigt. Große Hilfe. Also ich, wenn man den Teleporter nicht bedienen möchte, wie kommt man dann von hier wieder weg? Ich sehe nichts. Nein! Also so schon mal nicht. Bis da kommt man auch nicht hoch. Vielleicht ein bisschen ganz an den Rand. Das ist die einzige Möglichkeit, weil es da vielleicht ein bisschen flacher ist. Ich versuch's nur einmal. Sonst müssten wir uns teleportieren. Ja, das kann man knicken. Schade. Das war ein etwas sinnloses Abenteuer hier. Also dann stelle ich hiermit fest, den Ort werden wir nächstes Mal erkunden. Ich bin hier zu faul, hier nochmal komplett rüber zu rennen. Wir beamen uns stattdessen direkt zu Mad Bob. Wir haben ja noch eine Quest zu erledigen. Da laufen die Wachen hin und her. Wir werden dem Schrotthändler jetzt noch Bericht erstatten. Der war irgendwo da hinten, oder? Oh. Schön, noch ein paar gute Dinge, die man hier mopsen kann. Ach, wie gesund die leben. Die haben sogar Äpfel. Ein Gemischtwarenhändler? Ach. Schön, dich zu sehen. Was hier so alles gibt? Zeig mir deine Ware. Dem könnte ich einen Apfel verkaufen. Handgranaten kann man hier kaufen. Na, die haben wir so selten benutzt. Die schwarze Lederkapuze scheint uns besser, aber nur deshalb, weil wir im Augenblick eine Sonnenbrille tragen. Boah, ist das teuer. Lebenssaft, was es so alles gibt. Reines Elex? Nein. Das ist ja fantastisch. Wir können hier Elex kaufen? Sag mal, ich bilde mir das doch nicht ein. Steht ja auch Elex als reines Elex aufgelistet? Oder ist Elex und reines Elex, sind das zwei verschiedene Geschichten? Reines Elex. Und das ist genau das, was wir für unsere Tränke benutzen können. Ja, dann kaufe ich das. Wie teuer ist das? 100 pro Stück. Oh Gott. Aber das ist super cool. Da können wir Lernpunkte uns holen, noch und nöcher. Ich bin so froh, dass ich hier angekommen bin. Ich würde am liebsten alles kaufen. Kann ich das? Fast alles. Da bleibt aber nicht viel übrig. Müssen wir gucken, dass wir was verkauft bekommen. Pures Mana werde ich garantiert nicht brauchen. Bin ja kein Berserker geworden. Das verkaufe ich mal. Anderen Sachen. Ich weiß nie, wann ich es mal brauchen werde. Aber Zähne in solchen Mengen, ich kann es mir nicht vorstellen. Krallen brauchen wir vermutlich auch niemals. Was soll ich denn mit dem Klebeband?
Einmal 11 reine Elix, da können wir sogar noch eins kaufen. Noch eins. Alles. Alles, was da ist. So, noch das an die eine oder andere Waffe verhökern. Wenn wir jemals eine Speerschleuder benutzen. Das Kriegsschild. Das werden wir auch wahrscheinlich nie benutzen, aber es bringt uns auch kaum was. Ich warte mal ab. Also solange wir nicht in der Not sind, etwas kaufen zu müssen. Aber wir haben doch jede Menge Plunder uns eben noch geholt, zum Beispiel. Das ganze Besteck kann weg. Da weiß ich nicht mehr, was man für die Automaten brauchte. Waren das alte Münzen oder Geldbündel? In der Klerikerstadt in Ignadon. So, das war's jetzt aber wirklich. Cool. Da können wir gleich Tränke produzieren. Was liegt da? Ein Waffenhändler? Aha. Und hier? Ist das eine Werkstatt? Nein, leider nicht. Hier waren wir echt noch nicht. Oh, der hat hier ein Ölgemälde aufgehängt, neben seinen Schlafsack. Wie kann man so leichtsinnig sein Klopapier hier offen liegen zu lassen? Wir schlafen mal bis zur Mittagsstunde. Tanken uns wieder auf mit Energie und Lebenspunkten. Und schauen mal, wo wir Mad Bob finden. Da. Ist der orange eingezeichnet. Prost. Wyatt, kennen wir den? Schönen Tag. Da ist schon mal jemand, der mit uns keinen Kontakt haben möchte. Und das ist William. Der war da hinten in dem anderen Teil des Lagers. Genau, das ist die Schrotthalde. Und hier oben residiert er auf seinem Schrottsammlerthron. Wegen der Gefallen. Du bekommst bald wieder Schrott geliefert. Hört, hört. Da hast du wohl mächtig auf den Busch geklopft. In der Tat. Ja, die Insel im Süden wird in Zukunft genug Metall für dich abwerfen. Es freut mich, dass du gute Nachrichten im Gepäck hast. Schlechte liegen schwer im Magen und haben zu viele Nebenwirkungen für meine Männer. Ist das alles oder hast du mir noch etwas verschwiegen? Nein. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Selbstverständlich hast du das. Ich wollte nur sicher gehen. Hier, wie versprochen, der Anteil für deine Hilfe. Jetzt bin ich gespannt. 300 Splitter, das ist okay. Wegen der Gefallen. Was steht als nächstes an? Ah, du willst dich auf die nächste Bewährungsprobe stürzen. Dir quillt der Eifer ja aus allen Poren. Das sehe ich gern und ich will dir auch sagen, warum. Mein nächster Coup ist schon in Planung und für dich ist die Hauptrolle reserviert. Und was soll ich tun?
Weißt du, normalerweise bin ich ein Ehrenmann. Ja. Ergo bezahle ich fast immer meine Schulden und lege noch etwas obendrauf. Jetzt brauche ich jemanden, der mir die lästige Laufarbeit abnimmt. Andernfalls würden meine sonstigen Geschäfte leiden. Das verstehst du doch sicher. Nimm du mir die Arbeit ab und der Kassensturz wird sich für dich bezahlt machen. Das klingt ganz gut. Gegenfrage. Wem schuldest du etwas? Ace. Vielleicht bist du ihm schon begegnet. Ein ziemlich windiger Kerl mit einem glücklichen Händchen. Und dieses Glück hat ihn auch nicht bei einem Spiel gegen mich verlassen. Das ist natürlich angesichts der Tatsache, dass mich sonst jeder gewinnen lässt, bemerkenswert. Und von welcher Summe reden wir? 1000 Splitter stehen auf dem Schuldschein. Wow. Zudem werde ich ihm die Summe mit einem kleinen Präsent verzinsen. Ja, ich bin bereit, das zu begleichen, aber ich hätte natürlich auch gerne diese 1000 Splitter erstmal in die Hand gedrückt bekommen. Ich begleiche deine Schuld bei Ace. Tu das. Hier hast du die Splitter. Danke. Und natürlich darf meine Überraschung nicht fehlen. Hier. Leg sie einfach in die Hütte zwischen der Arena und dem Marktplatz ab, unterhalb von Docs Bude. Am besten direkt auf den Tisch. Eine Überraschung will ja präsentiert werden. Oh Gott, was ist denn da wohl drin? Der Müllbaron zahlt immer, heißt diese Mission. Ich ahne echt Schlimmes. Wie sieht es eigentlich mittlerweile aus mit unseren Punkten? Die hatten wir schon vorher, die Attributspunkte. Auch noch eine Weile bis zum nächsten Levelaufstieg. Ich würde ganz gerne vielleicht noch einen Lernpunkt mir holen, damit wir noch die eine oder andere weitere Fähigkeit uns holen können, zum Beispiel die Kleriker-Fähigkeit, noch bessere Psi-Angriffe durchzuführen. Da hätten wir alle Voraussetzungen für erfüllt. Das würde mich schon reizen. Das gilt und übrigens auch die Fähigkeit, dass man für getötete Feinde mehr Erfahrungspunkte bekommt. Erfahrener Jäger heißt das. Könnten wir uns auch jederzeit holen. Intelligenz und Gerissenheit haben wir dafür satt. Vielleicht können wir ja noch ein... Wir haben ja genug Elex mittlerweile. Vielleicht reicht das ja aus, um an einer Werkbank einen Elex-Trank zu brauen. Oder zwei.